Und wir kommen zurück bei Let's Play Yu-Gi-Oh! Im letzten Part haben wir unser erstes Tag-Duell, unser erstes Turbo-Duell gemacht. Und jetzt schauen wir nach, wie es weitergeht. Ich glaube, jetzt müssen wir zu Yusei, soweit ich mich erinnern kann. Ich habe jetzt eine Pause gemacht nach der letzten Aufnahmesession. Die hat ja ewig gedauert. Da war ich ja super motiviert. Und bin ich wieder zurück und habe meine Stimme ein bisschen erholt. Und ich hoffe, jetzt kann ich das Ganze ein bisschen besser wieder kommentieren als sonst. Und ja, wir müssen jetzt zunächst zurück zu Yusei. Er wartet hier bereits auf uns. Yusei, Yanka, lange nicht gesehen. Ach, das ist Kellen. Hallo Kellen, wie geht's dir? Kellen? Ich hörte, dass du es im Lager nicht geschafft hättest, dass du... Na, sieht so aus, als wäre ich zurück, um etwas und noch was zu regeln, um zwischen uns noch etwas zu regeln. Perfektes Timing, du bist genau der Seiner, den ich besiegen muss. Zurück von den Toten? Aber das bedeutet, dass du... Yusei, ich bin nicht wegen deines schmalzigen Wiedersehens hier. Ich bin hier, um dir als Dark Seiner den Krieg zu erklären. Natürlich habe ich auch nicht vergessen, was du mir angetan hast. Du verstehst nicht. Hör doch zu, ich habe nur versucht. Ich will deine dumme Entschuldigung nicht hören. Außerdem ist es unser Schicksal zu kämpfen. Ich warte am Ort unseres Schicksals. Die Kontrolleinheit beim alten Monumentum Generator. Beeil dich lieber, wenn die Sonne untergegangen ist. Ist es zu spät. Und das will ich nicht verpassen. Sonnenuntergang? Hast du nicht gehört? Ihr Seiner seid aber wirklich nicht die Schnellsten, oder? Nach Sonnenuntergang wird sich das Tor zur Unterwelt öffnen und der König wieder auferstehen. Dann wird alles verloren sein. Wir müssen Kellen aufhalten. Lass uns direkt zum alten Monumentum-Generator aufbrechen. Mann, diese Story hat aber eine Wendung, unglaublich, eine Wendung nach der anderen. Ich schätze, bei dir ist auch ein Darkseiner aufgekreuzt. Ja. Misty kam zu mir, sie sagte, dass ich zur Kontrolleinheit beim alten Momentum-Generator kommen soll. Akisa Inzinski, ich werde auf dich warten. Nicht als Dark Seiner, aber auf der Suche nach Rache. Das Schicksal will es so. Du bist ein Seiner und ich bin ein Dark Seiner. Es ist vorherbestimmt. Bald ist es soweit. Was soll das bedeuten? Wenn die Sonne heute untergeht, wird sich der König der Unterwelt dieser Welt nähern. Was? Lass uns das hier klären, bevor es passiert. Sieh es als Fortsetzung des letzten Mals an. Sieht so aus, als hätten wir nicht viel Zeit. Ich mache mich jetzt auf den Weg. Akisa. Was meinst du damit? Wir haben nicht viel Zeit. Nun, die Frist läuft bei Sonnenuntergang ab, heute. Sobald die Sonne untergeht, wird der König der Unterwelt wieder auferweckt. Dann sollten wir so schnell wie möglich dahin. Jack, Kellen ist bei mir aufgetaucht. Was, Kellen ist noch am Leben? Dann ist er jetzt ein Dark Seiner? Ja, und er hasst mich immer noch für das, was geschehen ist. Aber das war nicht deine Schuld. Aber... dafür ist es jetzt wohl zu spät, was? Wenn er wirklich ein Dark Seiner ist, müssen wir ihn bekämpfen. Richtig. Wenn er Satellite zerstören will, dann müssen wir ihn daran hindern. Jack, ein Dark Seiner hat auch mit dir gesprochen, oder? Ja. Jack! Kelly? Kelly, bist du das?
du bist ein Darkseiner. Verdammte falsche Stimme. Du bist ein Darkseiner. Wie ist das passiert? Oh mein lieber Jack, wenn du das wissen willst, musst du mich besuchen kommen. Kelly! Ich warte auf dich, bei der Kontrolleinheit des alten Momentum-Generators. Es war jemand, den ich vorher noch nie gesehen habe. Ein echter Halunke, den werde ich zeigen. Jack, wir haben nicht viel Zeit. Ich mache mich auf den Weg. Dann gehe ich auch. Ich muss, um Satellite zu beschützen und um meine Fehde mit Kellen zu beenden. Ja, okay, so schnell wird man ein Feind. Kellen, ein ehemaliger Freund, ist nun unser schlimmster Feind. Ja. Oh, da bist du ja, Danka. Ich war noch nie hier, deswegen hatte ich Angst, mich zu verlaufen. Ein Darkseiner war eben hier. Er sagte, dass der alte Feendrache versiegelt. Der alte Feendrache. Alt und antik ist ja fast dasselbe, ne? Dass der antike Feendrache versiegelt wurde. Ich will zur Welt der Geister gehen, um ihn zu befreien. Würdest du mit mir kommen? Ich komme auch mit. Ich kann auch nützlich sein, obwohl ich kein Seiner bin. Du kannst nicht mitkommen, Leo. Um die Welt der Geister betreten zu können, muss deine Seele dem antiken Feendrachen ganz nahe sein. Was soll ich denn machen? Warte bitte hier, bis unser Kampf vorüber ist. Alles klar, ist ab in die LSD-Welt voller Ponys und Magie und Freundschaft. Okay, los geht's. Na, Ponys eigentlich nicht. Ponys sind hier in dem Fall Affen. Okay. Warte, ich fühle mich viel besser, wenn du an meiner Seite bist. Ich werde hier auf dich warten, also komm einfach zu mir, wenn du bereit bist. Wir haben nicht viel Zeit, also beeil dich etwas. Puh, wir haben nicht viel Zeit. Na dann, los. Spring mir direkt ins kalte Wasser. Okay, dann los. Schließe deine Augen und nimm meine Hand. Na, so schnell geht's. So schnell kommt man in die LSD-Welt. Oh, Luna, Janka, ich hab schon auf euch gewartet. Torunka. Wo ist Regulus? Also, weißt du, er wurde gefangen. Gefangen? Was ist denn passiert? Gerade als sie mich fangen wollten, hat sich Regulus für mich geopfert. Sag mir nicht, du. Es tut mir leid, ich schäme mich so sehr. Das bedeutet, dass Regulus jetzt in Zehmanns Schloss ist, richtig? Das würde ich sagen, ja. Wir haben keine Zeit, also teilen wir uns auf. Ich gehe mit Torunka, um Regulus zu retten. Janka, bitte such du nach Zehmann. Such nicht einfach nur nach ihm. Misch ihn auf. Probiere Karate an ihm oder so. An ihm aus oder so. Du kannst Karate, oder, Janka? Hi-ja! Das ist kein Spaß. Wir müssen alle zusammenarbeiten, um das hier zu gewinnen, okay? Also, es geht nicht zu viel, bis wir Regulus in Sicherheit gebracht haben. Wenigstens kann ich mich um dich verlassen, Janka. Was soll das denn bedeuten? Gar nichts, Runka. Los geht's. Okay, welcome back to the LSD-World of Equestria and jetzt we going to searching for Regulus and Zehmann in his freaking Schloss. And I hope my English wasn't very badly. Alles klar, gehen wir mal nach oben. Zunächst mal trinke ich einen Schluck, während ich nach oben gehe. Mann, das ist Multitasking. Ich gehe nach oben und trinke einen Schluck. Moment. Okay, jetzt hat sie ganz kurz eine Erschütterung. Und ja, wir sind bei Zehmanns Schloss angekommen. Oh ne, wieder so Afghaner. Versteht ihr? Afghaner. Affenghaner. Oh, okay. Eindringlinge, welche Richtung? Da entlang, zur Arresthalle.
Ja, das sind wohl Toronka und Luna, die als Eindringlinge hier gerade beschimpft wurden. Okay. Gut, gehen wir hier nach oben. Wir müssen jetzt Zehmann herausfordern. Den Obermarker von dem ganzen Affenleuten da. Minusche. Nicht schon wieder so ein verkacktes Rätsel, was das wieder in die Länge ziehen soll. Erstmal suche ich hier einen Speicherpunkt für euch. Damit ihr speichern könnt. Und zwar, wo ist denn hier ein Speicherpunkt? Da ist eine Kiste. Hey, hallo Kiste. Komm schon, eine Götterkarte. Oh. Wir greifen es aus einer anderen Dimension. Okay. Ach ja, ich ändere jetzt gleich mein Deck. Wir haben ja ägyptischer Zorn momentan. Ich werde jetzt wieder wechseln zum Kaisermacht-Deck. Und haben wir neue Karten, die wir reintun können? Ach ja, genau die, was wir gefunden haben, und Verteidigungsziele, die wir von Yusei bekommen haben. Oder von Crow, eine von beiden. Gut, ich tue jetzt Tima rein. Und ja. Und weiter geht's. Aber ich sollte jetzt vielleicht einen Speicherpunkt suchen, damit ich sicher bin. Ja. Ah ja, da ist ein Speicherpunkt. Also wenn ihr speichern wollt, hier ist der Speicherpunkt. Okay, ja. Jetzt müssen wir leider dieses Rätsel machen. Es ist nicht so schwer, das heißt, ich werde jetzt nicht nachschauen. Ja. Minusstäbe regen hier da und aus dem Boden vielleicht. Cyber Bird drücke, ja, für einen neuen Versuch. Ist klar, das wissen wir schon. Alles klar, das hat so ein. Das Ganze hat so einen Uhrmechanismus. Erstmal sammeln wir hier diese Stäbe überall ein. Hier ist ja auch noch ein Stab, den können wir auch noch gleich einsammeln. So, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, um weiterzukommen, müssen wir alle Stäbe hier in diese Behältnis da reinbringen. Kann auch sein, dass ich falsch lege. Schau mal nach, was passiert, wenn ich hier... Ah ja, okay. Alles klar, dann gehen wir hier lang. Tun hier den Minusstab in das Behältnis rein. Und da ist ja auch noch gleich einer neben der Fackel. Den sammeln wir auch gleich ein. Halt! Nein, das ist. Nein! Das hier. Genau, als nächstes zum nächsten. Ja, hier der nächste Minusstab reinsetzen. Alles klar. So, jetzt haben wir keine Alternative mehr. Das heißt, ich muss hier jetzt in der Mitte rein tun, den nächsten Minusstab. Genau. Oh, kommen wir hier jetzt eigentlich schon weiter? Nein. Sind alle Altare erleuchtet, öffnet sich die Tür zum Thronsaal. Okay, Minusstab zu benutzen wäre, glaube ich, falsch. Das heißt, ja, man kann sich nicht an dieses Rätsel vorbeischummeln. In Klammer, leider nicht. Klammer zu. Okay. Jetzt müssen wir nur noch nach unten und dann haben wir alles dann haben wir alle Fackeln erleuchtet. Dann müssen wir nur darauf hoffen, dass die richtige Verbindung sich dann aufbaut mit den Zeigern. Perfekt. Also, das war das Rätsel. Ich habe es ja gesagt, ist nicht besonders schwer. Und die Tür öffnet sich jetzt. Also wenn man solche Rätsel einbaut, dann höchstens vielleicht ein paar leichte Rätsel, die man sofort lösen kann. Und nicht solche Rätsel, wo man rumprobieren muss, denn sowas macht keinen Spaß. Aber solche Rätsel von dem Schwierigkeitsgrad her sind schon okay.
Ach ja, übrigens, das Rätsel muss man immer neu machen, wenn man gegen 10 Mann verliert. Das heißt, ja, ihr solltet besser nicht gegen ihn verlieren. Bist du hier reingekommen? Haben meine Lakaien wieder geschlafen? Anscheinend. Es spielt keine Rolle. Wie die anderen Geister wirst auch du, Devak, nützlich sein. Sieh es als Ehre an, von meinen Händen zerquetscht zu werden. Was ist das? Mein Minusstab. Unsere Minuskräfte stoßen sich gegenseitig ab. Sie sind außer Kontrolle. Du lässt mir keine Wahl. Ich muss dich in einem Duell besiegen. Schauen wir uns aber noch ein bisschen um. Ah, eine Kiste! Finsterer Resonator, ein Empfängermonster. Äußerst praktisch. Also wenn ihr ein Empfängermonster braucht, dann empfehle ich euch, einen finsteren Resonator reinzutun. Der ist richtig gut. Und den könnt ihr hier finden, ja. Okay, was... Ich suche nach einem Speicherpunkt. Da müsst ihr vielleicht doch nicht immer wieder zurücklaufen, falls ihr gegen ihn verlieren solltet. Oder falls ich gegen ihn verlieren sollte. Ich werde hier natürlich ein Save State setzen, damit sich das Ganze nicht in die Länge zieht. Na gut, hier gibt es leider keinen Speicherpunkt. Ich habe den ganzen Raum jetzt einfach mal schnell durchsucht und ich habe keinen gefunden. Das heißt, man muss immer wieder das Rätsel neu machen, wenn man verliert. Und ich habe zum Glück die Methode, dass ich auf einem Emulator spiele. Das heißt, ich kann Save States benutzen. Wenn ihr es auf dem DS spielt, dann müsst ihr es üblicherweise immer wieder neu machen. Ja, ich hatte dasselbe Problem damals auch auf meinem DS. Da muss ich auch damals immer alles ärgerlicherweise immer neu machen, nachdem ich gegen ihn verloren habe. Und ich war meistens auch immer gefrustet, wo ich gegen ihn verloren habe. Und da muss man auch noch so ein Rätsel lösen. Also, sowas pisst einen auch echt an. Aber genug gequatscht. Es wird Zeit. Wir duellieren uns gegen Zehmann. Oh, weil unsere Minusstäbe nicht richtig funktionieren, sinken unsere Lebenspunkte in jedem Zug. Aha, eine Sonderregel schon wieder. Na gut, wir haben ja den Vorteil, dass wir unsere Lebenspunkte mit Seelenerlöse oder Seelenübernahme, ich bin mir nicht sicher, wie die Karte genau heißt, erhöhen können. Und es geht los, Duell gegen Zehmann. Er hat ein starkes Deck, wir verlieren 500 Punkte wegen der Sonderregel. Ihr seht, sein Deck hat in sich viel offensiv, viele Karten mit hohen, was weiß ich. Ich glaube, das bedeutet Lebenspunkt erhöhen, das bedeutet Angriff, das bedeutet Verteidigungsmonsterkarten, also anscheinend Monsterkarten mit einer hohen Verteidigung und Monsterkarten mit einer hohen Angriffskraft und ein bisschen Glücksspiel und ja, Karten auf der Hand haben. Also Karten ziehen ist es wahrscheinlich. Ja, also ein ziemlich ordentliches Deck hat er. Alles klar, ich fange an mit Geistersensenmann verdeckt. Ich muss erst sicherstellen, damit ich mich ins Duell hineingefunden habe. Das heißt, ich setze jetzt einfach mal meinen Geistersensenmann verdeckt und beende mal meinen Zug. Und ich hoffe, jetzt spielt er seine ganzen starken Karten jetzt aus. Ein ungeheuer Monster mit einer hohen Angriffskraft, okay. Es ist allerdings ein normaler Monster, das heißt, ich brauche mir keine Sorgen zu machen, dass irgendwas Unerwartetes jetzt auftreten wird. Eine verdeckte Zauber- oder Fallenkarte, okay. Alles klar, ich habe Makrokosmos gezogen. Die kann ich benutzen, um meinen Lili-Überlebenden zu retten. Jetzt spiele ich allerdings... Na, Gedankengang sollte ich vielleicht auch erst spielen, wenn Makrokosmos aufgedeckt ist. Denn dann werden die Karten, die wir während des Ziehens auf dem Friedhof legen müssen, die werden dann aus dem Spiel entfernt. Das ist dann ziemlich nützlich. Genau. So, das sieht ganz gut aus. Ich glaube, das Monster kann ich sogar noch... Genau, das Monster kann ich sogar spielen. Ja, wenn das angreift, aktiviere ich dann meine Falle, Makrokosmos, und mein Monster wird entfernt und dann kommt es im nächsten Zug wieder aufs Feld zurück. Jetzt kriegen wir wieder Lebenspunkte Schaden, weil sich hier unsere Minusstäbe... ja.
außer Kontrolle geraten sind oder gegenseitig abfangen oder was weiß ich. Rasender Kampfochse, das Monster, das durch die Verteidigung geht, das kennen wir ja noch. Es geht auch sein großer Argus durch die Verteidigung, durch den Effekt seines Monsters. Es wird allerdings nicht zerstört, das ist ein Vorteil. Nachteil, jetzt haben wir weniger Lebenspunkte als er, das heißt, wir werden schneller down gehen wegen der, ja, wegen der Sonderregel. Ja, das ist nicht gut, wir kriegen jetzt viel Damage. Die Zeit ist jetzt gegen uns. Gut, in spätestens 6 Zügen haben wir verloren, wenn wir unsere Lebenspunkte nicht erhöhen können. Ich hoffe jetzt, dass ich eine Seelenübernahme ziehe. Schwerer Sturm. Nee. Alles klar, jetzt muss ich offensiv spielen, da ich in 5 Zügen verlieren werde. Also, Gedankengang. Bitte was Starkes. Stufe 8. Wir haben kein Stufe 8 Monster in unserem Deck, das heißt, das Monster zählt. Sehr gut. Zarborg. Zarborg ist gut. Jetzt die Überlebende. Dann greife ich mit die Überlebende das Monster hier an. Schrumpfen. Wie gemein. Egal, mein Monster kommt im nächsten Zug zurück, allerdings verlieren wir jetzt weiter Lebenspunkte. Das ist wiederum böse. Na, jetzt geht uns läuft die Zeit davon. Jetzt haben wir noch weniger Lebenspunkte. Jetzt werden wir schon in 4 Zügen verlieren. Oh. Okay. Halb so schlimm, halb so schlimm. Er hat nur noch 4000. Er verliert ja auch Punkte durch die Sonderregel. Das heißt, wir haben immer noch eine Chance zu gewinnen. Jetzt muss er allerdings einen großen Fehler machen. Ansonsten verlieren wir. Er darf jetzt nichts mehr Ausschlaggebendes spielen. Jetzt haben wir noch 1100 Punkte. Spannung, mach deine Tributbeschwörung. Mach deine Tributbeschwörung, ja oder nein? Er macht eine Synchrobeschwörung, das ist noch schlechter, verdammt! Jetzt hat er die Möglichkeit, ein 7-Sterne-Monster zu spielen und er macht's auch. Ah, er ruft sich selber aufs Feld. Seemann, der Affenkönig. Effekt, falls diese Karte angreift, kann der Gegner bis zur Endphase des Damage Steps keine Zauber- oder Feindkarten aktivieren. Wenn ein Monster deines Gegners angreift, kannst du ein Monster von deiner Hand oder deiner Spielfeldseite auf den Friedhof legen, um den Angriff zu annullieren. Er kann allerdings keine Karte auf den Friedhof legen, weil wir Makrokosmos draußen haben. Das heißt, er kann den Effekt nicht benutzen. Aber sein Monster ist stärker als unser Zarborg. Oder wie heißt denn unsere Monsterkarte? Ja, Zarborg. Ja, jetzt annulliert er den Effekt unserer Zauber- und Feinkarten während unserer Damage Steps. Ah, jetzt sind es nur noch 2 Züge. Er hat ein 2500er Monster auf dem Feld. Ich glaube, das verlieren wir. Unser letzter Zug ist es jetzt. Okay, was bleibt noch übrig? Ich könnte mit der hier meinen Zarborg rufen, bringt mir allerdings nichts, denn ich komme an seinen 2500er Monster nicht vorbei. Na, das ist auch. Damit komme ich auch nicht über 2500.
Und hier auch nichts. Das heißt, ich habe verloren. Ich lade das jetzt. Jetzt hättet ihr das verloren oder ich würde das auf dem Gameboy, auf dem Emulator spielen. Jetzt bin ich hier schon ganz verpeilt. Also, wenn ich das jetzt auf dem DS spielen würde, dann müsste ich jetzt alles nochmal machen. Das ganze Rätsel zum Beispiel müsste ich jetzt nochmal machen. Und deswegen benutze ich hier den Save State, damit ich das nicht nochmal machen muss. Gut, wir haben den 23. August. Genau, sehr schön. Probieren wir es nochmal. Ene mene mu und raus bist du. Der gute alte Stein, der verliert nie. Naja, fast nie. Die Chance, dass man mit einem Stein verliert, betragen 1 zu 3. Also 33,333%. Ah, Verwandlungskrug und Makrokosmos. Ach, schöne Kombi. Ja, darf anfangen. Er ist jetzt ein verdecktes Monster und die Karte Geisterwald. In jedem Spielzug wird das erste offene Monster von Typ Ungeheuer, Ungeheuerkrieger oder Pflanze, das du kontrollierst, das durch Kampf zerstört werden würde, nicht zerstört. Das macht seine Monster ein bisschen zäher. Okay. Gut, ich werde gleich alles ausspielen, was ich auf der Hand habe, weil ich meinen Verwandlungskrug habe. Die heute leider verboten ist. Ich frage mich, warum die verboten ist. Ich meine, 5 Karten ziehen. Was ist daran so heftig? Gut, Exodia-Decks vielleicht, ja, aber... Die deswegen verboten zu machen, ist schon ein bisschen schade. Weil diese Karte ist schon ein Klassiker im Yu-Gi-Oh!-Spiel. Und jetzt ist sie verboten, das finde ich echt schade. Naja, aber hier ist sie zum Glück noch limitiert. Was auch heißt, dass wir die ganz normal spielen können. So, wie angekündigt, ich lege meine ganzen Karten aufs Feld und beende meinen Zug. Wenn er jetzt mein Monster zerstört, aktiviere ich Makrokosmos und alle Karten auf unseren Händen werden aus dem Spiel genommen. Darunter auch meine 2 Tributmonster, die kann ich dann im nächsten Zug mit meinen Zauberkarten spielen, die ich gerade gesetzt habe. Okay, nicht so tragisch. Er kann einmal direkt angreifen. Gut, jetzt aktiviere ich Makrokosmos, damit die Karten entfernt werden. Jetzt aktiviert sich der Flip-Effekt meines Verwandlungskruges und alle Handkarten werden entfernt. Und wir ziehen 5 neue Karten, genau. Jetzt gibt es einen direkten Angriff gegen uns. Ne, die Karte aktiviere ich nicht, sonst kann ich Dimensionskrümmung nicht mehr benutzen. Gut, den Schaden muss ich leider jetzt einstecken. Macht allerdings nichts. Jetzt setzt er seine Karten, die er gerade bekommen hat. Nee. Okay. Gut, schwerer Sturm. Schwerer Sturm ist gut, jetzt kann ich ihn angreifen. Okay, muss mal kurz überlegen. Ein Monster. Also wenn ich jetzt diese Karte hier aktiviere, dann muss ich ja, dann bleibt die auf dem Feld als Ausrüstungszauberkarte. Und wenn die dann zerstört wird, wird auch mein Monster zerstört. Das heißt, ich kann schwerer Sturm nicht benutzen. Aber ich kann auch einfach mystische Raumtelefon benutzen, um seine Verdeckte zu zerstören. Das geht eigentlich auch. Allerdings bleiben dann seine Monster, also eins seiner Monster wird dann überleben, wegen der Zauberkarte Geisterwald. Aber die kann ich ja später auch noch zerstören. Das heißt, ich zerstöre jetzt mal die Verdeckte. Schwerer Sturm, okay. Und jetzt
kommt eine Kombination. Die hier. Ich muss eine Karte von meiner Hand entfernen. Ich wähle die Kriegerin. Und hole vom Friedhof mein Tributmonster, was ich vorhin abgeschmissen habe. Durch den Effekt meines Verwandlungskugels. Und da unser Friedhof leer ist, kann ich noch ein weiteres Monster spielen. Vielleicht hätte ich die Krieger nicht abschmeißen sollen, denn dieses Monster hätte ich dann noch erst normal beschwören können. Naja, egal, jetzt aktiviere ich Dimensionskrümmung. Ich kann ein weiteres Monster, das entfernt wurde, spezial von meiner aus dem Spiel entfernten Kartenzone aufs Feld rufen. Ich hole mir Zarborg. Als nächstes bin ich am Überlegen, ob ich Schrumpfen benutzen soll, damit der Gegner noch mehr Kampfschaden bekommt. Damit wir wieder im Vorsprung sind gegenüber der Sonderriegel. Ich könnte seinen Kong halbieren, dann hätte er 900. 900 Differenz von 2400 sind 1500. Hier ebenso, das heißt 3000, er kommt dann runter auf 3000. Das heißt, wir werden dann wieder im Vorsprung. Ich glaube, das mache ich. Gut, ich halbiere die ATKs eines Kongs. Und jetzt greife ich ihn mit meinem Monster an. Den ersten Angriff wird er natürlich überstehen, wegen seiner Zauberkarte. Aber er kriegt jetzt 3000 Damage insgesamt. Und jetzt sind wir im Vorsprung gegenüber der Sonderriegel. Denn es ist eher unter Druck. Genau, das war ein guter Zug. Endphase. Jetzt verlieren wir beide wieder 500. Er kommt runter auf 2500. In 5 Zügen haben wir gewonnen. Wenn jetzt nichts mehr passieren sollte. Allerdings jetzt eine Synchro-Beschwörung machen. Ich glaube, er macht's auch. Er braucht nur einen finsteren Resonator. Und er wird sie bestimmt haben. Davon gehe ich stark aus. Ein verdecktes. Das beruhigt mich. Und er setzt seine Riesenratte auch in die Verteidigung. Okay. Jetzt wieder 500 Damage für uns beide. Halb so schlimm. So, jetzt spiele ich Verbanner des Strahlens. Effekt: Karten, die jetzt auf den Friedhof gelegt werden, werden entfernt. Jetzt zerstöre ich mit. Ja, jetzt greife ich mit dem hier. Die Riesenratte an. Er wird den Angriff überleben. Wegen seines Geisterwaldes, logischerweise. Und jetzt mache ich seinen verdecktes Platz. Eine zweite Riesenratte, okay. Das heißt, das Monster, das er jetzt beschwört, kommt in die Angriffsposition. Und das heißt auch, er kriegt wieder Kampfschaden. Ah, nee, doch nicht. Jetzt wird er entfernt. Stimmt ja, dann aktiviert sich der Effekt ja nicht. Okay, dann zerstöre ich jetzt seine zweite Riesenratte und der Effekt wird sich dann auch nicht aktivieren, da die Karte ja aus dem Spiel genommen wird. Und der Effekt aktiviert sich ja erst, wenn die Karten auf dem Friedhof landen. Und da sie entfernt werden, aktiviert sich deshalb der Effekt logischerweise nicht. So. Wir kriegen wieder 500 Damage, wir beide. Er hat noch 3 Züge, wir haben noch gute 6, 7 Züge. Und wir haben starke Monster auf dem Feld. Es sieht sehr gut für uns aus. Falls er jetzt noch verdeckte Karten spielen sollte, habe ich immer noch meinen schweren Sturm. Alles klar, es hat nur ein verdecktes Monster. Gut, ich zerstöre jetzt einfach. Halt, warte, nein, ich spiele vielleicht zunächst erst den hier noch.
damit wir eine weitere Offensive haben. Dann zerstöre ich mit meinen Tributmonstern sein verdecktes Monster. Okay, es ist nur ein großer Angus. Gut. Nichts Fieses, was irgendwie einen Effekt hat, was das Blatt wenden könnte. Okay, sein Monster hat nur 600 Def, das heißt, ich kann es auch mit dem hier zerstören. Und jetzt greife ich ihn mit meinem Dido Überlebenden direkt an und das Duell ist gewonnen. Alles klar. 500 DPs für uns, sehr gut. Neue Karten für uns. Deine Fähigkeiten sind beeindruckend, aber nicht gut genug, um mich zu schlagen. Janka! Hallo Regulus. Bitte, leih mir deinen Minusstab. Bereite dich vor, C-Mann. Hornattacke! Janka, Regulus! Hey, was passiert hier? Los, Regulus, schnapp ihn dir! Du Narr! Ihr denkt, ihr habt gewonnen. Ihr Schwächlinge habt keine Chance gegen unseren König Devak. Where is the Rum Gun? Where is the Rum Gun? Okay. Oder in dem Fall, where is Zerbok Gun? Das sollte den antiken Feendrachen befreien, oder? Ja, sollte es. Dank eurer Bemühung bin ich endlich wiedergekehrt. Antiker Feendrache! Antiker Feendrache, geht es dir gut? Ja, Regulus. Ich kann mich nicht genug für deine Hilfe bedanken. Du musst dich nicht bei mir bedanken. Ich habe nur meine Pflicht erfüllt. Und wegen deiner Stärke, Luna, ist der Frieden in der Welt der Geister zurückgekehrt. Ich danke dir im Namen aller Bewohner dieses Landes. Vielen Dank. Gern geschehen. Es tut mir nur leid, dass es so lange gedauert hat. Alleine hätte ich es allerdings nicht geschafft. Möglicherweise. Janka, Torunka, ohne eure Hilfe würde Zeman die Welt der Geister immer noch regieren. Boah, die Stimme ist anstrengend. Ach, das war doch gar nichts. Wir haben gerne geholfen. Ich danke euch allen für eure Hilfe. Ich weiß es wirklich zu schätzen. Obwohl der wahre Frieden noch nicht erreicht ist, die andere Welt erwartet ein fürchterliches Urteil. Es muss unbedingt verhindert werden. Ja, wenn wir die Kontrollinhalten nicht schnell versiegeln, wird der König der Welt wiederbelebt. Das klingt fürchterlich. In der Tat, wir haben nicht viel Zeit, bis der König der Unterwelt zurückkehrt. Dein Bruder Leo bekämpft in diesem Augenblick einen Darkseiner mit dem Namen Devak. Tut er? Ja, er kämpft hart, aber er ist unterlegen. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir müssen so schnell wie möglich zu ihm. Seid vorsichtig, alle Darkseiners verwenden Spezialkarten. Spezialkarten?
Ja, erdgebundene Unsterbliche, sie sind den Drachen ähnlich, die ihr Zeichner verwendet. Jeder ist anders, einzigartig, sie besitzen mächtige Fähigkeiten. Ihr müsst ihnen mit extremer Vorsicht begegnen. Verstanden. Vom BID-Bereich bis zu den Kontrolleinheiten ist es wirklich sehr weit. Vielleicht zu weit. Hey, du hast doch nicht etwa Angst, oder? Nein, aber ich weiß einfach nicht, wie wir Leo rechtzeitig erreichen können. Da meine Magie wieder zurückgekehrt ist, ist es einfach, euch dort in die reale Welt zu schicken. Kannst du das wirklich tun? Seht mich nur an, bin ich nicht der niedrigste Magier, den ihr jemals gesehen habt? Entschuldigung, das war mein Getränk, da war irgendwas Verdorbenes drin. Ist Tronka wirklich so zu etwas so Unglaublichem in der Lage? Vielen Dank, Tronka. Viel Glück, Tronka. Überlasst es einfach mir. Luna Yanka, haltet euch bereit. Luna Yanka, vertraut auf eure Freunde und gebt niemals auf. Trotz meiner Schwächen werde ich versuchen, euch bestmöglich zu unterstützen. Ich drücke euch die Daumen. Besucht mich doch wieder, wenn wieder Frieden in eurer Welt herrscht, okay? Vielen Dank euch allen. Ich werde bald wiederkommen. Luna Yanka, mögen euch beide meine Geister beschützen. Diese Stimme. Die hat meine Stimme verdorben und gekillt. So verdorben wie dieses Land ist, an dem wir jetzt gerade sind. Eigentlich müssten wir ganz in der Nähe der Kontrolleinheiten sein. Ich könnte mir denken, dass uns Torunka irgendwo weit ab des Ziels teleportiert hat. Danke, Torunka. Leo und Devax sollten irgendwo in der Nähe sein. Endlich haben wir den Ort erreicht, an dem ich schon seit... Wie viel Vita-Part ist es jetzt? Das ist Part 28, oder? 27 oder 28 müsste es sein. Wir haben so viel... Endlich haben wir den Moment erreicht, an dem es wirklich, wirklich episch wird. Im nächsten Part kämpfen wir gegen die Darksigners, gegen Devak. Und ich werde den Part wieder episch gestalten. Also bis zum nächsten Part. Macht's gut, euer Yanka LP. Ciao.